Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder mit dem Vorleser Timmele. Und dem Andreas aus Südbaden zum Thema Einfahren von reinen Bürstenfilteranlagen. Hallo Martin, hallo Tim, ich habe eine Frage zum Einfahren von Bürstenfiltern. Wenn man ein normales Filtersystem mit einer helixgefüllten Biokammer hat, kann man sich eingefahrenes Filtermaterial zum Start holen. Bei Bürsten geht das ja nicht. Eine autotrophe Biologie kann man ja mit Harnstoff, AdBlue oder Hirschhornsalz anfüttern. Aber im Bürstenfilter soll sich ja eine Heterotrophie bilden. Wie füttere ich da die Biologie am besten an? Kann ich da Pferdemist verwenden oder Fischkot von Bekannten? Ich würde in Zukunft sehr gerne eine reine Bürstenfilteranlage bauen, aber scheue mich noch etwas aus den oben genannten Gründen. Liebe Grüße von Andreas. Liebe Andreas, jetzt guckst du dir den Blog von gestern an. Da ging es um Pumpen und Schwerkraft und gepumpte Anlagen. Da habe ich gesagt, dass die Pumpe im Zweifel gar nicht weiß, ob sie jetzt das Wasser auf geodätische Höhe von einem Meter drückt oder ob sie das Wasser durch eine viel zu kleine Rohrleitung presst. Was am Ende aber das gleiche Ergebnis ist, die Pumpe muss gegen einen riesen Druckverlust, es wird in der Rohrleitung Druckverlust entstehen, der am unnötig ist und der Energie kostet. Ja? Idealerweise ist es eine Schwerkraftanlage, wo die Pumpe hinten nachher eine große Rohrleitung hat. Tim stellt sich jetzt gerade die Frage, was will uns Martin damit sagen? Ich glaube, ich weiß es. Wenn du jetzt deine Anlage nimmst und baust eine reine Bürstenfilteranlage und jetzt sagen wir, du hättest genügend Zeit, um das mit Hirschhornsalz einzufahren, Ammoniumbicarbonat, AdBlue, irgendwas, dann bildet sich auf deinen Bürsten, aber auch in allen Rohrleitungen, auf den Teichwänden, überall bilden sich dann Bakterien, die sich darauf spezialisiert haben, aus Ammonium und Nitrit den Stickstoff zu beziehen für ihr weiteres Überleben. Ne? So, jetzt läuft das. Und du hast natürlich recht, dass du sagst, wir wollen ja eigentlich, diese Bürstenfilter arbeiten überwiegend heterotroph. Da wird auch ganz viel Ammonium und Nitrit abgebaut und wie wir mittlerweile wissen, in den allermeisten Fällen auch sehr viel effizienter als das mit der Autotrophie, mit den Bakterien passiert, die wir eigentlich gemeinhin in diesen normalen Biotürmen haben. Soweit alles klar. Wenn wir jetzt sagen, du fährst die Anlage ohne Fische ein mit Hirschhornsalz, Ammoniumbicarbonat und hast es irgendwann erreicht, dass am Tag 500 Gramm verstoffwechselt werden können, ja? Dann kannst du in deine Anlage die Fische reinsetzen und kannst sie füttern. Und dann, wenn du mit 500 Gramm fütterst, dann wird das im System abgebaut. Jetzt kommt natürlich mehr und mehr Schmutz in den Bürstenfilter und dann fängt sich an, die Heterotrophie zu bilden, weil du dann natürlich viele organische Verbindungen über den Kot in den Bürstenfilter bekommen hast. Ja? So, und was passiert dann? Die Heterotrophie wird Stück um Stück die Autotrophie verdrängen. Das ist ein Verdrängungswettbewerb. Und das, was für die Pumpe gilt, gilt genauso fürs Ammonium und fürs Nitrit. Die wissen am Ende ja gar nicht, ob sie jetzt von einer Autotrophie oder von einer Heterotrophie verstoffwechselt wurden. Ja? Das ist das gleiche Spiel. Ich weiß, was du für Denkfehler ist ja falsch, aber wo du zu zweifeln begonnen hast. Aber was glaubt ihr, wie oft in Systemen, auch in allen Systemen, gewisse Teile der Autotrophie absterben, durch Heterotrophie ersetzt werden, dann aber wieder, weil zu wenig Nahrung reinkommt, dass dann wieder Autotrophie entsteht. Was glauben Sie, was in Ihrem Filter biologisch alles passiert, wenn Sie einen Trommelfilter von einem 40-Mikrosieb auf einen 100-Mikrosieb umstellen? Dass da also sehr viel mehr Schmutz durchgeht. Ja? Also das sind alles die Punkte. Man darf die Biologie niemals digital betrachten. Und das war der Fehler, den du gemacht hast. Du hast gesagt, es gibt entweder das oder das, ich muss mich für eins entscheiden und wenn ich mich für eins entschieden habe, dann bleibt es ewig so. Nee, du fängst mit dem einen an und dann wird es Stück um Stück ins andere überführt. Und er hat nur den Filter betrachtet. Im Endeffekt ist es ja Mittel zum Zweck. Eigentlich, du willst ja nur deinen Fischen möglichst gutes Wasser oder die Voraussetzung geben, dass Ammoniumnitrit keine Rolle spielt, aber mach dir nicht so sehr Gedanken über den Bürstenfilter, ob da jetzt schon Kot drin ist oder nicht, sondern es geht einfach nur darum, dass die Schadstoffe in so einer Konzentration sind und alles andere kommt dann eben über die Zeit. Genau. So wie Tim mit mir. Da soll sie nicht so viel Gedanken über mich machen. Es ist, wie es ist und das wird sich auch in diesem Leben nicht mehr ändern. Das habe ich verstanden. Ziemlich schnell. In diesem Sinne, Tim, dazu möchte ich dir gratulieren. Mach's gut und ciao.